Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Castlevania. Wir haben den letzten Checkpoint nochmal geladen, damit wir darauf vorbereitet sind, was jetzt passiert. Zwar das, dass die beiden Trolle nur Scheiße bauen. Miesen klein. So. Darüber. Oh. Okay, hat geklappt. Oh. Okay, bisher geht's. Schwingen. Schwingen. Da. Einmal eben rüber. Da fühlt man sich wie ein Pirat. Oh. Den nehmen wir noch mit. Blöde Sau, ey. Ist immerhin schuld an der ganzen Misere. Ja, kann's behalten. Nein. Boah. Nein. Doch. Tschüss. Ach, das müssen wir kaputt hauen. Diese Zahnräder sind auch mies, ey. Oh, verdammte Axt! Schön in die Luft jagen, den Arsch, ey. Los da durch. Lass doch los! Oh! Oh, verdammt! Oh, einmal berührt und wir sind tot. So, jetzt lauf. So, da lang. Lass doch los, Mensch. So. Boah, ey. Wie macht man das? Wie zum Teufel? Das hier. Eben kurz warten. Okay. Boah, rutsch schneller. Oh! Ach du meine Güte. Puh. Los, Trevor, würfel eine 6. Eine 6 oder eine 1? Dann darfst du aus dem Gefängnis wieder raus. Verlassene Mine. Dein Ziel auf der Karte wurde aktualisiert. Ja, wir sollen runter. Der Würfel wohl zu bedeuten hatte jetzt, wir gucken uns erst noch mal eben kurz um. Gut so. Und somit finden wir eine neue Karte. Eine neue Schriftrolle. Am äußersten östlichen Ende der Mine fließt ein Magmastrom, der den Weg zu einer Art alten Heidentempel versperrt. Ich muss eine Methode finden, weit genug zu springen, um an die andere Seite zu gelangen und diesen Ort ein für alle Mal vom Bösen zu befreien. Okay.
Wir wissen ja, wie es geht. Tag, 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 Tag. Und runter. Fanfare? Was soll das heißen? Okay, wir haben volle Energie. Ziehen wir einfach mal am Hebel. Aha, Fahrstuhl. Was hast du vor? Und du erst. Und du auch noch. Was habt ihr alle vor? Was machen die da hinten? Seltsam. Oh. Ich möchte da drauf, bitte. So, komme zurück. Okay. Immer. Na. Oh, was finden wir hier? Eine Schriftrolle. Ich wurde von den hypnotisierenden Stimmen angezogen, die durch die Burg hallen und eine unkontrollierbare Fleischlust in mir entwirken. Ihr Gesang vernebelt meinen Verstand, macht mich willenlos und fordert mich zur Teilnahme an einem verbotenen Spiel auf. Vergib mir, Celia, denn ich kann meine Handlung nicht lenken. Okay, also jetzt hier wieder Succubus, Succubus See. Wie heißt die Mehrzahl davon? Das Plural? Succubi? Succubos? Oder Succubas? Und wir zerreißen auch die Mauer. Einfach weil das könnte. Ah, hallo, Fischi! Was? Du hast trotzdem doch getroffen, du Arsch! Sollen wir das nur mit uns machen lassen? Puh, Alter, puh! So. Waren wir hier schon mal? Oh. Ich weiß es nicht, aber wir haben hier. Ein so ein Teil. Wir benutzen es diesmal auch. Und gucken nach, wo es uns hinführt. Unterhaltungszimmer. So. Jetzt sind wir dort. Von dort. Haben wir es benutzt? Ach nee, warte mal. Dom, Dom, komm zurück. Du Arsch. Was machst du? So, nochmal rein. Möge die Vorstellung von neuem beginnen. So sind auch wir wieder hier. Denn ich wollte mal eben kurz den Hebel umlegen. Damit wir unsere Luken hier öffnen. So, was das hier zu bedeuten hat, weiß ich gerade auch nicht. Achso, warte mal. Jawohl! Oh. Schöne Sache. Maximale Menge an Magie erhöht. Oh, da sind wir fast nicht rübergekommen. So. Einfach mal wieder runterrutschen. Und wir sind wieder beim Schachbrett. Oder wären wieder beim Schachbrett. Aber wir gehen nochmal zurück.
Denn dort gibt es ja auch noch das eine oder andere Geheimnis. Ah, Entschuldigung. Was wir haben liegen lassen. Zum Beispiel unter uns. Öffnen. Da ist zum Beispiel eins. Echsen. Da! Ich. Gerade in der Combo drin ist, dann kann man unbedingt sofort rollen. Manchmal denkt man, ich stelle mich hier sehr dumm an, aber häufig ist das auch Spielmechanik. So. Das haben wir jetzt eingesammelt. Unten haben wir Energie. Das bedeutet, ich würde jetzt ganz gerne genau hier. So. Genau hier möchte ich gerne nach unten. Ja. Denn da finden wir LRG. Wow. Ein Glück, dass wir gesprungen sind. Aber im Endeffekt haben wir sogar hier hingemusst. Und nun? Wer hätte das gedacht? Der Würfel öffnet die Tür aus dem Gefängnis. Dann haben die Arschlöcher den wieder geholt. Das ist auch ein cooler Anblick. Ich mag das Schloss im Ganzen von außen. Der Quicktime-Event. Hey, ihr schon wieder, ne? Was du? Jetzt? Oh nein! Falschen Knopf gedrückt! So. So, nu? Da war ein Schild. Boah. Okay. Wow. Your blood smells like his. Oh, und jetzt? Okay, das hat ihn seine Arme genommen. Junge, Junge, Junge. Junge. Bist du der Spielzeugmacher?
Glockenturm. Alter, wenn das mal nicht aufregend war. Geiles Szenario, definitiv. Wobei, wie gesagt, ich bin kein Fan von diesen dummen Quicktime-Events. Erst sind wir runtergeklettert, aber wenigstens ist man mit uns wieder hochgeflogen. Aha. Jetzt nutzt es was. So, Dämonenfürst. Hexen. Hexen sind von Geburt an verflucht. Sie werden von ihren Schwestern in den dunklen Künsten unterwiesen und haben sich jahrhundertelang in den Tiefen der Erde von der Außenwelt verborgen. Von der Macht des neuen dunklen Fürsten unterjocht, nutzen sie ihr Wissen über die dunklen Künste in der Schattenebene, um ihn vielleicht zu besiegen und selbst die Herrschaft über die Burg in Anspruch zu nehmen. Trevor Belmont wird sich dieser Kreatur nicht stellen. What? Waren doch bei denen? Oh. Und dann haben wir noch den Dämonenfürst. Obwohl sie vor vielen Jahren von Gabriel besiegt und gedemütigt wurde, haben die... Sie? Ja. Haben die Hexe die mächtige Kreatur freigelassen, um ihren Erzfeind noch einmal herauszufordern. Sie hegt einen tiefen Hass und hat geschworen, die Nachkommen ihres Feindes zu vernichten, bevor sie zur Schattenebene zurückkehrt, von der sie stammt. Hm. Auch die alle kaputt gehauen. Hier haben wir wieder mal einen Teleporter. Zellen. Das ist Teleporter Nummer grün. So. Ach, sieh an. Sind wir schon hier? Okay. Und hier müssen wir nach unten. Ja, das kürzt die Strecke doch gut ab. Wieder hier lang. Und nochmal nach unten. Und dann wieder dort lang. Hm. So. Da runter. Gucken, dass ein Kampf geschieht. Tut er aber nicht. So. Da runter lassen. Oh. Was war das denn für eine Aktion? Du dummer Trottel! Was war das denn bitte? Ich wollte, dass du dich da reinschwingst. So. Jetzt springt er aber wenigstens rein. Ey, was war das denn bitte schön für eine beschissene Aktion gerade? Also echt, da kann man nur fragen, was er sich dabei gedacht hat. Der hätte doch wissen müssen, dass das nicht hinhaut. Tja, und dann sollen wir nach rechts. Vertikales Gefängnis. Und dann einfach nach rechts vorbei. So, sieh an. Dann einfach mal. Oh. 2, 3. Haha. Gut, gut. Damit war zu rechnen. Tschüss. Ui. Verlassene Mine.
Okay, da ging es noch nicht weiter. Schön gegen die Wand gesprungen. So. Wenn wir nirgendwo hängen bleiben, dann kann es gerne so weitergehen. Ja, siehst du wohl. Ziel, du bist. Wir sind da unten. Aber wir sollen ja hier lang. Ja, ist ja gut, Leute. So. Aber wir sollen hier hoch. So. Da wieder hoch. Da hoch. Na? Dann nochmal rüber. So. Da jetzt hoch. So, darüber. Und dann hier hoch. Also irgendwas haben wir vom Laufweg her falsch gemacht. Ich weiß es jetzt auch nicht genau. Sind wir wieder ganz unten? Da sind wir aber richtig. Oh mein Gott. Naja. Aber an dieser Stelle... Nein! Fahren wir wieder runter! Nee, wie blöd. Naja. An dieser Stelle sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Wenn es weitergeht mit Castlevania. Bis dann. Ciao.